Herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir hier rüberkommen sollen. Irgendwie müssen wir hier rüberkommen. Die Frage ist nur, wie? Wir kommen halt, also es würde ja auch funktionieren. Also man muss ja nicht über diesen Klotz rüber. Wird ja auch rüber funktionieren, wenn man da irgendwie rüberkommt. Idee wäre jetzt mal zu gucken. Was haben wir hier eigentlich noch? Essenz der Stärke. Stärkebonus plus 3. Trank der kurzzeitigen Geschwindigkeit. Ja. Hui. Das war nicht der Plan übrigens. Das war alles andere als der Plan. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll hier. Das ist ein bisschen frustig noch. So, ich weiß nicht, ob Anlauf was bringt. Ansonsten war der Plan eben hier entweder rüber zu springen oder hier hoch zu springen. Warte mal, ich speichere jetzt hier einfach nochmal. Ist mir jetzt egal. Hui. Nee, da kommen wir überhaupt nicht weit. Ist das echt so, dass man da so... Aber der Trank ist auch weg. Ja, der ist weg. Der Effekt gilt dann gar nicht mehr, aber der Trank ist halt nicht mehr da. Alles klar. Okay, das lohnt sich dann also nicht. Trank nehmen und speichern ist Blödsinn. Wenn man jetzt... Wir können da Anlauf nehmen, oder? Ne, können wir nicht. Ja, aber er fällt halt nicht nach vorne, sondern nur nach unten. Okay. Ne, also da so hoch kann man nicht springen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert auch nicht, wenn man den Trank trinkt. Was habe ich übersehen? Habe ich irgendwas übersehen? Brauchen wir Telekinese? So zugemüllt hier. So. Ich finde gar nichts mehr. Also Telekinese wird natürlich auch nichts bringen. Nee, aber er macht nur... Er geht halt nicht nach oben. Oh. Schade. Wie habe ich das denn jetzt eben gemacht? Da irgendwie kriegen würde, dass er dann nach vorne ist. So. Aber mit Trank halt. Bestimmt gibt es hier eine super einfache Lösung und einfach einen Weg, den ich hier überhaupt nicht sehe. Nee, aber ich komme mit Trank nicht so weit wie ohne. Das kann ja auch nicht sein. Irgendwas mache ich falsch. Ah, jetzt. Aber nee, bringt nichts. Bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Nochmal zurück. Ich meine, das ist ja eine Höhe, die kein Problem ist. Ach, guck mal. Haben wir hier einen Schalter? Nee. Okay, der Schalter bringt halt auch nicht viel. Oder ist das hier machbar mit Trank? Nein. Ist es nicht. Nee, ne, das war ja nur der Anfang und man kommt da, glaube ich, auch nicht außenrum. Das wäre nämlich jetzt noch die nächste Idee, die ich hätte. So schon mal gar nicht.
Nee, ne, das ist nicht möglich, von hier aus da oben irgendwo hinzukommen, dass man da weiterkommt. Nee. Das funzt auch nicht. Jetzt wünsche ich mir den Papagei aus Risen. Sonst noch irgendwas Sinnvolles hier? Wandlung Fleischschwanze, das wird nichts funktionieren. Teleport wird auch nicht funktionieren. Tja, wie haben die sich das gedacht? Ich meine, das muss ja irgendwie gehen. Wie? Natürlich jetzt auch dagegen ist über Bande versuchen. Jetzt bin ich aber schon echt verzweifelt. Ja, jetzt funktioniert es wieder nicht über Bande. Ich glaube, dieser Geschwindigkeitstrank ist nicht hilfreich. Klettern in diesem Spiel ist ein absoluter Krampf. So wie eben. Nur besser. Okay, das ist neu. Geht in die richtige Richtung. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Ja, perfekt. Speichern. Nein, wir sind beide gestorben. Okay. Hüterklinge. Auch nett. Trank? Keine Ahnung, was jetzt hier die richtige Lösung gewesen wäre, aber hey, so ging es auch. Das wird dir noch sehr leid tun. Ja. Das wird dir noch sehr leid tun. Oh. Ich werde das jetzt auch nochmal so speichern, falls jetzt nochmal wieder irgendwas passiert, dass man irgendwelche Schnellspeicherpunkte wieder nicht laden kann. Alles schon gehabt. Okay, wir fangen mal mit dem hier unten. Oh mein Gott. Okay, wir fangen mit dem hier mal an. Alles gut, Leute, alles gut. Okay, und jetzt gucken wir uns natürlich erstmal hier um. Heißt aber langsam vortasten. Gucken, wer wann, wo, wie angeschlichen kommt. So viele Möglichkeiten hier. Okay, wir gucken erstmal hier rein. Hier ist auch so ein bisschen was zu holen. Trank, Spruchrolle. Okay, an die komme ich aber nicht ran. Vielleicht hätte man auch von da irgendwie kommen können. Ja, komm her. Da ist halt auch noch so ein Templer und die sind halt richtig unangenehm. Da ist einer, da ist einer. Thank you.
Ja, sonst machen wir gleich die Skelettkrieger wieder. Nummer 1. Nummer 2. Kann mich doch jetzt hier nicht von so einem vermöbeln lassen, ja. Doch, kann ich. Okay, wir machen uns das Leben ein bisschen leichter. Naja, auf der 9. Nee, nicht auf der 9. Auf der 0. So eine hilfreiche Schriftrolle, die wir hier am Anfang bekommen haben. So, Skelettis, auf geht's. Jetzt ist ja wieder Chaos. Die Idee war gut, nur ein bisschen stürmisch. Also, so. Dann jetzt einmal ein weniger stürmisch. Auch 10 Minuten rum und wir sind von dieser Plattform hierher gekommen. Ist ja Wahnsinn. Diese Fortschritte, die wir hier machen. So, dann wird er wieder. Na, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich hier alles schaue. Bitter. Aber die Skelette bringen gar nichts. Sorry, aber die bringen einfach gar nichts. Die nehmen einfach den Schaden von den anderen. Die sind einfach nur Tanks für die Wächter hier. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen zur Seite. Okay, hat auch nichts gebracht. Dieses Blocken ist so nervig. So, muss jetzt auch mal blocken hier. No. Nein, nein, oh, ist immer so ein Hit, der noch am Ende fehlt. Ich habe den Stärketrank nicht getrunken. Nein, hier können sie ja von allen Seiten drei ein auf einmal angreifen, ist das einfach nicht machbar. Dafür bräuchte man jetzt die Armbrust, ne? Die wäre jetzt hier natürlich hilfreich. Haben wir aber nicht. Ja, und das bringt einfach gar nichts. Musste man auch mal ausprobieren. So, es sind einfach nur drei Schläge hier. So. Dann können wir uns jetzt einmal heilen. Also die Großen auch bald weg. Macht nichts. Rusch einsammeln, speichern. Ja, den können wir auch noch einsammeln. Okay. Dann können wir eigentlich erstmal hier in die Bar noch gucken. Da sind ja noch ein paar Tränke. Die können wir mal einpacken. Die Trollfaust können wir auch mitnehmen. Was kann die Trollfaust? 100. Ja, perfekt. Dann können wir nochmal speichern. Und mit der Trollfaust wieder plus 2 Schaden. So unnötig. So, dann lasse ich den jetzt kommen. Dann kämpfen wir erstmal nur gegen den.
So, Hüterklinge. Ah ne, wir müssen den Templer noch erledigen. Sonst nervt er wieder rum. Zack. Dann einmal... So, jetzt denke ich mal dran. Moment, Moment. Wir haben ja noch Tränke, ne? Wir haben ja erstmal hier noch Bonus für maximales Mana 15. Stärkebonus 3. Stärkebonus 8. Kann man ja alles mal machen. Geschicklichkeitsbonus 8. Trank. Trank. Okay. Speichern. Ah, Zählung hier sowieso alles durcheinander. Dann würde ich gerne noch mal in den Charakterbogen gucken. Stärke 111, ja. Okay, hier sieht es jetzt wieder nach Schalterrätsel aus. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir Glück. Speichern. Wo sind wir hier schon wieder gelandet? Achso. Ich will die doch eigentlich gar nicht alle töten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann hier reingehen müssen... oder um hier reinzukommen, dass wir dann diese ganzen Schwertergedöns brauchen. Die wir aber noch nicht haben. Nee, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Das ist natürlich uncool. Bonus für maximale Lebensenergie. 15. Wo haben wir den denn noch her? Okay, das war jetzt dumm. Deswegen speichere ich jetzt mal nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Skelette. Ja, perfekt. Achso, erst passiert hier noch irgendwas. Gut, damit konnte jetzt keiner rechnen, dass diesmal was passiert. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. So, können wir ihn jetzt... Müssen wir ihn jetzt angreifen? Ja, die greifen an. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Okay. Was ist denn mit Untote vernichten? Nur mal eben zum Testen. Okay, damit habe ich ein Skelett getötet. Respekt. Okay, nee. Da kommen wir nicht weiter. Okay, wir brauchen irgendwas anderes, um gegen den zu gewinnen. Wahrscheinlich brauchen wir dann die anderen Waffen. Ich würde das schon gern nochmal eben, warte mal, ich wette das schon ganz gern nochmal, einfach um den Eintrag zu kriegen. Ich glaube, wir hatten einen Eintrag. Und wir können ja weglaufen, das ist ja kein Problem. Umkehren. Ja. Irrtum. Mal jetzt so machen. Nee, passiert gar nichts. Oder erst, wenn er hier steht. Verdammt. Ich bewirke nicht. Nichts wie weg hier. Okay, also hier müssen wir später nochmal hinkommen, wie auch immer wir hier hinkommen.
ist wieder ein Dämon. Was ist das denn? Okay. Jetzt können wir uns einmal wieder voll heilen. Dann speichern tue ich gleich. Da wird jetzt nichts passieren. Aber ich würde gerne nochmal in die Notizen gucken. Okay, er scheint kein untoter Orkschamane wie die anderen zu sein. Er ist weitaus mächtiger und meine Waffen richten nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger als alles andere ist. Okay. Aber was für eine Waffe? Wir müssen mal gucken. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.